Welcome back to another German Food Review, and it's Mate time. Club Mate, Winter Edition. Not sure what that means, but it's limited. Okay, only for a short amount of time. But what is actually the difference? Is it just the label here? I mean, it looks like Mate, like regular Mate. And here's the caffeine, 20 milligram. So, yeah, it's not really high. I mean, energy drink is like 32. There's like 20, it's a little more than cola. Okay. Please focus. It's in here. 0.4 gram of Mate in 100 milliliter of the drink. 20 calories. Yeah, Mate is not very high. 20 calories, 20 milligram of caffeine. Interesting. Best before date. Half a liter, price 1 euro. And Getränkegrundstoff, okay, whatever. Look at this here. Interesting. Sniff test. Oh no, it smells different. Smells like spices. Not like a regular Mate, not like the regular Club Mate. So, let's check this out here again. What is in here? I don't see anything. I mean, it looks like regular Mate. Maybe it's the natural aroma, whatever that means. But that smells different. Yeah, smells like winter. Okay, let's taste it. Test again. Okay, it smells completely different, more sweet. From the bottle, it smells like spices. It smells really sweet, not like spices. No idea. Yeah, let's taste it. Prost. Sure, I taste definitely like Mate, that's for sure, but is there more? It smells different, but taste, again, Prost. I think it's not so different. But this one here is not that smoky. Usually the Club Mate is more smoky. This here is not really smoky. What? No idea. I think it just tastes like Mate. Just smells a little different, and I like Mate, so for me it's a thumbs up. Sniff test again. Prost. And it's not smoky. Club Mate is not my favorite brand, but this one here is okay. It's not smoky at all. You know, very light Mate flavor with low calories. You know. Maybe a little bit of cinnamon. Maybe. Okay, one more zip. Okay, Prost. I don't know. No, I think it just tastes like Mate. But I guess cinnamon would be nice. Cinnamon and Mate. Maybe. Thumbs up for Club Mate. Yeah. Thanks for watching. I continue in German. So. Es gibt eine Club Mate Flasche, allerdings Winteredition. Und ich habe wie ein Idiot im Laden gesucht, was denn da nur der Unterschied ist, außer das Label hier. Und ich weiß es immer noch nicht genau, aber es ist streng limitiert und nur für kurze Zeit.
Okay, ja, Winterzeit ist nicht so schön, es ist nämlich kalt draußen. Und ja, lest euch durch. Gebackene Plätzchen, Glühwein. Okay, Club Mate. Und wenn ihr Mate nicht mögt, ja, solltet ihr mal testen, nicht nur einmal, sondern drei, vier Mal, dann fängt man das an zu mögen. Okay. Aber ich bin nicht so der richtige Club Mate-Freund, denn meistens ist das sehr rauchig und ich mag eher die nicht zu rauchenden Mate-Drinks. Ja, Drinks muss man dazu sagen. Hier ist nämlich nur ein bisschen Mate-Geschmack drin. Okay, und ich sehe auch nicht so richtig, was da anders sein soll. Karamellisierter Zuckersirup vielleicht. Ich weiß jetzt nicht die Liste auswendig von normalen Mate. Kohlensäure, 0,4 Gramm Mate-Extrakt. 100 Milliliter Getränk. Ja, 20 Milligramm Koffein. Und ich würde mal sagen, wir kippen es einfach ein. Hat 99 Cent gekostet. Wie es aussieht, seht ihr ja schon. Viel Schaum, aber da ist nicht viel Kohlensäure drin. Ist nicht wirklich aggressiv. Schnuppertest. Ja, aber ich glaube, es riecht etwas anders als normales Mate. Und normales Club Mate. Von der Flasche. Es riecht aber anders von der Flasche als vom Glas. Hier riecht es nach irgendwie Gewürzen. Das hier riecht irgendwie nur einfach nur süß. Total anders. Nochmal. Ja, aber gut. Werde ich einfach mal kosten, ne? Prost. Ja, und das Erste, was mir auffällt, das hier ist nicht rauchig. Der normale Mate ist ziemlich rauchig für meinen Geschmack. Das hier schmeckt nur nach Mate, leichten Mate-Geschmack. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ist auch nicht richtig süß oder so. Sind ja nur 5 Gramm Zucker drin. Ja, 20 Kalorien, 20 Kalorien, 20 Milligramm Koffein. Und das schmeckt nach Mate. Aber ich glaube, ich kann da jetzt nichts anderes rausschmecken. Prost. Aber so Zimt oder so könnte bestimmt passen. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Vielleicht schmeckt sogar noch ein Zimt. Nee, glaube ich nicht. Ja, aber es schmeckt gut, lecker. Also für mich ist es okay. Und ich glaube, ich würde eher die Winteredition kaufen als die normale Mate. Aber vielleicht ist es auch gerade nur der Geschmack. Ich weiß nicht. Normalerweise kaufe ich keinen Club Mate, sondern andere Mates. Aber die hier ist gut. Oh, gefällt mir. Prost. Ja, ihr müsst es mehrmals trinken, damit ihr euch an den Geschmack gewöhnt. Aber der hier geht eigentlich. Der ist nicht wirklich rauchig, oder eigentlich gar nicht rauchig. Null. So ist vielleicht nicht ganz so unangenehm am Anfang. Wenig Kohlensäure. Leichter Mate-Geschmack. Schön erfrischend. Ist immer richtig schön erfrischend. Prost. Und ein bisschen Koffein. Vielleicht sollten Sie mal eine Club Mate und Steroids machen mit ja, 32 Milligramm Koffein. Oder so viel wie geht halt. So viel wie erlaubt ist. Ja. Oder Sie bekommen einen Daumen nach oben. Weiß immer noch nicht genau, ob es mir wirklich anders schmeckt oder nicht. Aber mir schmeckt und ist nicht rauchig. Sehr gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.